Die Krise ist da beim FC Schalke 04 und diese Nervosität, und die ist greifbar aktuell. Ob man mit den Fans spricht, ob man mit Spielern spricht, ob man auf den Rasen guckt beim Training. Dieser missratene Start in die Zweitligasaison, der hat Spuren hinterlassen. Marius Müller, der Torwart, hat uns gerade gesagt, die Spieler haben sich zu einer Aussprache getroffen nach dem 0:2 gegen Kiel, damit es jetzt gegen Wien Wiesbaden am Samstag besser läuft. Einer, der mittrainiert, aber am Samstag in Wiesbaden noch nicht spielen wird, das ist Tomasz Kalas, der neue Die-Hard-Defender, der Innenverteidiger, der zuletzt vereinslos war und noch spielfit gemacht werden soll. Nicht dabei in Wien Wiesbaden sind Ron Schallenberg, der ist gesperrt, Danny Latzer, der kann nicht trainieren und hat ein paar Probleme, und auch Brian Lassme, muskuläre Probleme. Mit Spannung erwartet wird der Deadline-Day am Freitag. Tut sich auch noch was beim FC Schalke? Ich sage ja, ein neuer Linksverteidiger ist im Anflug. Derry John Merkin vom FC Volendam aus den Niederlanden. Da geht es nur noch um die Ablöse zwischen den beiden Vereinen. Der Spieler will unbedingt nach Gelsenkirchen. Wird auch noch ein Spieler Schalke verlassen? Das kann sein, hat uns André Hechemann gesagt. Transfermarkt ist nie eine Einbahnstraße.